aller Bescheidenheit die Frage erlauben, wie es möglich war, dass dieses neue Verbrechen unter den Augen, um nicht zu sagen, unter gütiger Mitwirkung von Scotland Yard begangen werden konnte. Achtung, Achtung! Scotland Yard bittet um Ihre Mitarbeit. Sagen Sie, Inspektor, ich will wirklich nicht neugierig sein, aber Sie suchen hier doch etwas ganz Bestimmtes. Ja, stellen Sie sich vor, eine Tür mit 7 Schlössern. Die Tür mit den 7 Schlössern. Ein Alfred-Vorer-Film nach dem gleichnamigen Roman von Edgar Wallace. Polizei! Sei nicht so nervös! Nimm dich zusammen! Hier sind gemeine, rücksichtslose Verbrecher am Werk, die vor nichts zurückschrecken. Ihr Leben ist in Gefahr. Bis Lansdowne, ich versichere Ihnen, Sie stehen unter meinem persönlichen Schutz. Wenn Sorgen dich plagen, Holmes hilft sie dir tragen. Es ist die größte Torheit, die ein Mensch begehen kann, den anderen zu unterschätzen. Nimm dich in Acht, Joe. Einmal stopfe ich dir dein freches Maul und dann... Und dann? Hilfe! 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 Also, was ist mit der Tür? Also das war eine ganz alte, dicke Tür. Mhm. Aber mit 7 modernen Schlössern. Die Tür mit den 7 Schlössern gibt der Polizei immer neue Rätsel auf. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Lösung noch nie so nah gewesen zu sein. Nun, zufrieden, Inspektor? Wenn man etwas erreichen will, darf man in der Wahl seiner Mittel nicht kleinlich sein. Heute ist der Tag gekommen, ich mein Werk an einem Menschen vollenden werde. Hilfe! Was habt ihr mit dem Mädchen vor, Tante Emily? Was? Wer? Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Hatten Sie Ungelegenheiten, Sir? Ein Edgar Wallace-Film der Spitzenklasse. Komm her! Ah! Achtung, Sir! Ein Film voller Hochspannung. Eine Rialto-Produktion im Konstantin-Filmverleih. Ein tödliches Geheimnis verbirgt die Tür mit den 7 Schlössern. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.